Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Der abscheuliche terroristische Anschlag in Solingen auf friedlich feiernde Menschen hat uns alle erschüttert. Wir alle spüren noch immer Trauer und Fassungslosigkeit. Für viele Menschen war das Attentat ein Einschnitt. Für die, die um Freundinnen und Freunde, um Verwandte trauern, auch für die, die sich gemeinsam mit den Verletzten auf den Weg machen, ihre Wunden zu heilen. Diesem mutmaßlichen islamistischen Terroranschlag sind 3 Menschen zum Opfer gefallen. Der Terror von Solingen stellt eine Zäsur dar. Für uns als Gesellschaft, für das gesamte Land, für die Politik als Ganzes und ja, auch für diese Koalition und mich als Ministerin. Für uns erwächst daraus die Verantwortung zu handeln. Wir müssen als demokratische Kräfte gemeinsam die Kraft finden, Lösungen zu erarbeiten. Und dabei muss Politik gerade in Krisensituationen die Kraft haben, auch schwierige Antworten zu suchen und auch diese Antworten zu finden, die uns etwas möglicherweise auch zumuten. Antworten, die Ausdruck unserer Verantwortung sind. Die Landesregierung zeigt heute, dass sie diese Kraft hat. Es ist ein gutes und wichtiges Signal, dass wir hier geeint und gemeinsam stehen und zeigen, dass wir willens sind, mutige und wichtige Schritte zu gehen. Nun liegt es auch und gerade in meiner Verantwortung, die von der Landesregierung gemeinsam auf den Weg gebrachten Maßnahmen umzusetzen. Wir müssen entschlossene Antworten geben, um das Vertrauen der Menschen in den Rechtsstaat zu erhalten und ja, auch zurückzugewinnen, wo es in Frage gestellt wurde. Es ist daher die richtige Antwort auf die Ereignisse in Solingen und im Übrigen auch auf die gesamtgesellschaftliche Debatte. Denn wir werden Schutzbedürftigen nur weiter zur Seite stehen können, wenn wir die, die unsere Hilfsbereitschaft missbrauchen und vor Gewalt gegen unsere Art zu leben, nicht zurückschrecken, wenn wir auch diesen entschieden entgegentreten. Und nur so werden wir im Übrigen nicht nur unsere offene Gesellschaft verteidigen, sondern auch die so wichtige gesamtgesellschaftliche Akzeptanz erhalten dafür, dass wir natürlich auch Migration brauchen und dass wir eine vielfältige Gesellschaft sind. Ich stehe mit all meiner Überzeugung für eine offene Gesellschaft in einem funktionierenden Rechtsstaat. Wenn aber Rückführungen von Menschen, die kein Bleiberecht in Deutschland haben, oft scheitern, dann müssen wir auf allen Ebenen gegensteuern. Rückführungen von denjenigen, die kein Aufenthaltsrecht erhalten, und das gilt insbesondere für Straftäter und Gefährder, müssen besser und sie müssen vor allem sehr viel konsequenter gelingen. Menschen, die uns in unserer Art zu leben bedrohen, die gewaltbereit sind und unsere demokratischen Werte verachten, müssen ausreisen. Und dafür stehe ich, dafür steht die ganze Landesregierung. Sehr geehrte Damen und Herren, nach dem terroristischen Akt von Solingen stand für mich die Aufklärung der Umstände im Zentrum. Mir war es wichtig, mir auch alles auf den Tisch zu holen und anzuschauen. Die Ergebnisse haben wir in der gemeinsamen Sitzung von Innen- und Integrationsausschuss, in der Sondersitzung des Plenums sowie in der vergangenen Sitzung des Integrationsausschusses erläutert. Dabei waren wir sorgfältig und wir sind das auch weiterhin. Dies ist auch wichtig, um richtige und konkrete Schlüsse zu ziehen. Und gleichzeitig sind wir aber auch schnell und in der Lage zu handeln. Bereits wenige Tage nach dem Anschlag haben wir einen Erlass vorgelegt, der die zentralen Ausländerbehörden sowie die Bezirksregierungen über Maßnahmen informiert, die die Quote der erfolgreichen Dublin-Überstellungen erhöhen soll. In diesem Erlass regeln wir, dass die zentralen Ausländerbehörden nach gescheiterten Überstellungsterminen unverzüglich weitere Maßnahmen prüfen, um vor Ablauf der Überstellungsfrist eine Überstellung zu realisieren oder eben auch für Fristverlängerungen sorgen zu können. Die Zentralstelle für Flugabschiebungen wird beauftragt, ab sofort bei jeder eingegangenen Stornierung die verbleibende Überstellungsfrist zu überprüfen und umgehend so möglich weitere Flüge und andere Möglichkeiten auszuloten. Wir haben als Ministerium den Zugriff der zentralen Ausländerbehörden auf die Anwesenheitssysteme der Einrichtungen geregelt. Das MKJFGFI regelt darüber hinaus strenge Prüfung der Ausschreibung zur Festnahme in Dublin-Fällen. Und die zentralen Ausländerbehörden haben bei der Fallbearbeitung und insbesondere nach gescheiterten Maßnahmen zu prüfen, ob der Tatbestand des Flüchtigseins vorliegt
um die Überstellungsfristen eben auch möglicherweise verlängern zu können. Ja, das ist alles nicht im Ganzen neu. Aber es ist mir wichtig zu unterstreichen, dass wir als Landesregierung alles tun werden, um hier konsequent zu handeln und hier auch konsequent zu unterstreichen, dass wir handlungsfähig sind. Ich habe bereits im Integrationsausschuss vergangene Woche angekündigt, dass mein Haus auch mit den zentralen Ausländerbehörden spricht, um Wege zu finden, bei den bestehenden Dublin-Fällen in den Landeseinrichtungen zu prüfen, ob es Möglichkeiten gibt, die Überstellungsfristen zu verlängern oder weitere Maßnahmen getroffen werden können. Diese Gespräche haben gestern auch begonnen. Nach diesen Sofortmaßnahmen zeigt die Landesregierung mit dem heute vorgelegten Paket, dass wir weitere Lehren ziehen und diese in ganz konkrete Politik umsetzen. Dass wir diese großen Veränderungen nur schnell auf den Weg bringen, zeigt die unbedingte und vor allem auch die gemeinsame Überzeugung, die wir als Landesregierung, als Koalition haben. Wir stellen uns den Realitäten und sind auch bereit, an der einen oder anderen Stelle Positionen natürlich zu überprüfen. Die Zäsur, die der Terror von Solingen bedeutet, das bedeutet auch, differenzierte und angepasste Antworten in der Migrationspolitik zu geben. Wir stellen uns dabei der Verantwortung, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und einen Beitrag in das Vertrauen in einen funktionsfähigen Staat zu leisten. Ich möchte beispielhaft auf 4 Maßnahmen eingehen. Wir schöpfen zukünftig die Regelungen zur Wohnsitzverpflichtung für Menschen aus sicheren Herkunftsländern aus. Menschen, die aus sicheren Herkunftsländern werden künftig nur noch dann den Kommunen zugewiesen, wenn das BAMF ihren Asylantrag positiv bescheiden sollte. Das stellt eine wichtige Entlastung für die Kommunen dar. Mit dem Ziel einer deutlichen Entlastung der Kommunen erweitern wir auch schrittweise die Zuständigkeiten der 5 zentralen Ausländerbehörden zur stärkeren Unterstützung von Rückführungen. Diesen Schritt haben wir bereits angelegt und wir werden ihn jetzt konsequent weitergehen. Die freiwillige Rückkehr ausreisepflichtiger Personen ist ein weiterer Weg, Menschen in ihre Herkunftsländer zurückzuführen. Hier werden wir ausreichend Mittel gewährleisten. Und die konsequente Umsetzung aller Maßnahmen der Landesregierung und der von der Bundesregierung vorgestellten Ideen und schon bestehenden gesetzlichen Veränderungen wird zu einem Mehrbedarf an Haftplätzen im Ausreisegewahrsam führen. Und daher wird die Schaffung weiterer Haftplätze in einer weiteren Haftanstalt in den Blick genommen. Dies sind nur exemplarisch 4 von 13 Maßnahmen, die wir allein landesseitig im Bereich der Migration vorgelegt haben, die wir umsetzen, die wir konsequent angehen. Auch dem Bereich Prävention widmen wir uns intensiv, zum Beispiel mit der Weiterentwicklung der Angebote für Mitarbeitende in den Flüchtlingsunterkünften, die sich zu islamistischer Radikalisierung fortbilden und beraten lassen. Wir werden außerdem bei der Weiterentwicklung von Projekten in der Integrationsarbeit die Prävention und Intervention bei beginnender Radikalisierung noch mehr in den Mittelpunkt stellen, aber gleichzeitig auch immer mit den Menschen gemeinsam an individuellen Perspektiven natürlich arbeiten, weil das auch ein ganz wichtiger Beitrag ist, um Radikalisierung vorzubeugen. Und die Debatten der letzten Tage haben aber auch deutlich gemacht, dass es eine gemeinsame Verantwortung braucht, dass wir auch über alle Ebenen hinweg Maßnahmen angehen müssen. Und daher fordern wir auch den Bund auf und sind bereit, gemeinsam auch diese Schritte zu gehen im Bereich der Dublin-Überstellungen, dass die Dublin-Modalitäten verbessert werden müssen. Wir haben darüber hier im Haus auch schon ausführlich gesprochen. Und der Bund als zuständige Stelle hätte die Verbesserungen der Dublin-Überstellungsmodalitäten in der Hand, auf die die Länder keinen Einfluss haben. Und daher soll zur Entlastung und zur konkreteren Regelung auch der Zuständigkeiten die Durchführung von Überstellungen nach der Dublin-III-Verordnung auch zentral durch den Bund durchgeführt werden. Und auch die Abschiebung von Straftätern mit syrischer und afghanischer Staatsangehörigkeit soll vom Bund rechtssicher und praktikabel auf den Weg gebracht werden. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist wichtig, dass die Landesregierung heute diese Schritte präsentiert, dass wir gemeinsam diese Schritte gehen. Wir sind gemeinsam fest entschlossen, die vor uns liegenden Herausforderungen auch im Bereich der Migration zu lösen. Und bereits vor dem Attentat von Solingen sind wir als Landesregierung Schritte gegangen, um Rückführungen konsequent zu verbessern. Wir haben mit dem letzten Haushalt die zentralen Ausländerbehörden gestärkt, indem wir 5 Millionen mehr
in die zentralen Ausländerbehörden gegeben haben. Und Nordrhein-Westfalen hat in den vergangenen 7 Jahren 113 sicherheitsrelevante Personen und Gefährder abgeschoben. Bundesweit hat NRW die mit Abstand meisten Rückführungen von Gefährdern aus dem Phänomenbereich PMK religiöse Ideologien durchgeführt. Das zeigt, dass wir auch als Nordrhein-Westfalen über die Legislaturperioden hinweg uns der Verantwortung in diesem Bereich bewusst sind. Sehr geehrte Damen und Herren, das Attentat stellt einen Einschnitt dar und er erfordert politische Antworten auf allen Ebenen. Im Besonderen in den Bereichen Migration, der Sicherheitspolitik sowie der Prävention. Und Nordrhein-Westfalen kann Antworten geben. Und wir tun das heute. Wir werden das in der Umsetzung ebenfalls entschlossen und gemeinsam tun. Und wir nehmen die Verantwortung, die diese Zeit an uns stellt, wahr und wir füllen sie mit voller Kraft aus. Und gemeinsam werden wir auch weitere Antworten finden können, denn nur gemeinsam werden wir an dieser Stelle es schaffen, den Herausforderungen auch zu begegnen und Antworten zu finden, die die offene Gesellschaft, die unsere Verpflichtung zu Humanität und Solidarität und das gleichzeitige Versprechen der Einlösung von Rechtsstaatlichkeit auch wirklich einlösen.